Zugbeeinflussung. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Fahrt hier im Train Simulator 2019. Wir befinden uns gerade in Münster. Rechts neben uns ist die Münsteraner Abstellung. Und wir sind unterwegs mit dem ICE4 von 3D-Zug. In einem selbstgebauten Szenario von mir. Mit dem ICE 1028 und wir befinden uns auf dem Weg nach Bremen. So, wir sind aber gerade an einem VR0 vorbeigefahren. Deswegen bremsen wir mal so ein bisschen ein. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Münster Hauptbahnhof, weiter ausfahrmäßig auf Gleis 3. Der Ausstieg in Münster ist in Fahrtrichtung links. In Münster haben Sie Anschluss an eine Eurobahn nach Osnabrück, Abfahrt 6:03 von Gleis 8. Sowie an den RE2 nach Düsseldorf, Abfahrt 6:10 von Gleis 14. Für weitere Anschlüsse achten Sie bitte auf die Lautsprecheransagen und die Aushänger am Bahnsteig. Wir verabschieden uns dort von den in Münster aus- oder umsteigenden Fahrgästen und wünschen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Zugbeeinflussung. Genau, wir sind gleich in Münster. Wir befinden uns gerade in der Einfahrt von Münster. Und wir schalten mal die Leistung ab. Weil wir haben ja HP2. Heißt, wir dürfen mit 40 einfahren. Zugbeeinflussung. Und ja, wir hören auch ganz früh schon die Stimme vom Zugsicherungssystem bzw. vom generellen Zug. Der Zug spricht ja mit uns. Anders als zum Beispiel die hier neben uns stehenden Talents, die haben damals tatsächlich noch nicht gesprochen. Aber ja, quasi hier ist die DB Regio Abstellung in Münster. Hinten waren auch Euro Express Wagen abgestellt, wie in Realität. Ich habe mir mal wieder einiges an Arbeit gemacht, dieses Szenario schön auszugestalten. Und wir fahren heute außerplanmäßig in Münster auf Gleis 3 ein. Normalerweise ist Einfahrt hier auf Gleis 4. Aber der Stand der Strecke Münster-Bremen ist nicht 2019, sondern ich glaube 2009. Wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen ist die Modernisierung des Bahnhofes hier noch nicht mit drin. Aber ja. Hier stehen auch Westfalenbahn-Flirts, obwohl da eigentlich mittlerweile die Eurobahn fährt. Aber die haben ja unter anderem die alten Eurobahn-Flirt 1er, Westfalenbahn-Flirt 1er einfach übernommen und das Westfalenbahn-Logo weggemacht und, glaube ich, Eurobahn draufgeschrieben. So, und wir halten hier vor dem NE5 an, vor der Haltetafel. Und geben dann die Türen frei. Genau, Türen sind geöffnet. Und jetzt werden wir uns den Zug auch mal von außen angucken. Wir haben hier unseren schönen ICE 4 von 3D-Zug. Wo man echt sagen muss, das ist ein super Modell geworden. Der erste fahrbare Zug von 3D-Zug ist das ja. Und ich muss sagen, ich finde ihn echt gut, den IC4. Wenn man sich so die Texturen von außen anguckt, auch hier den Kreis vom Türdrücker. Der geht sogar wirklich an, wenn man die Türen freigibt. Jetzt gehen unsere Türen schon zu. Es war nämlich ein schneller Ein- und Ausstieg. Wir haben hier in Münster nämlich nur 2 Minuten Zeit. Einmal der Lokführer für den Zugchef, bitte. Ja, hier der Lokführer. Ja, einmal verriegeln und abfahren, bitte. Alles klar, abfahren. Gut, abfahren. So, stellen wir den Schalter auf verriegeln. Dann regeln wir die AFP einmal runter und wir fahren los. Ah, die Bremse ist noch angelegt. Und wir fahren wieder an. Und wir können uns auch direkt befreien, weil die zugelassene Geschwindigkeit größer als 30 km/h ist und keine 500 Hertz Beeinflussung
in den nächsten 500 Metern zu erwarten ist. Gut, wir fahren aus Münster ab als ICE 1028 und werden heute fahren bis nach Bremen. Mit unterwegs halt unter anderem in Osnabrück. Sie fahren. Was knapp in 20 Minuten ist. 24 Minuten Fahrzeit haben wir bis Osnabrück. Wenn wir aber wirklich alle Geschwindigkeiten ausfahren, werden wir ein paar Minuten vor Plan ankommen. Ich werde mal die Klimaanlage ausschalten, weil wir brauchen die nicht. Sie fahren. So, jetzt haben wir 60 eingestellt. Und gleich dürfen wir 160. Das wird uns aber auch anzeigen, weil wir gehen jetzt hier in die LZB-Führung mit rein. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen die in Münster zugestiegenen Fahrgäste in ICE 1028 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Unseren nächsten planmäßigen Halt Osnabrück erreichen wir um 6.23 Uhr. Über Ihre Anschlüsse werde ich Sie noch rechtzeitig informieren. Ja. Auch schöne Zugbegleiteransagen drin. Mal eine etwas unbekanntere Stimme. Aber auch das finde ich mal schön. Ist nicht immer die gleichen Stimmen. So, und jetzt sollten wir gleich in der LZB drin sein. Genau. Und wir dürfen auch bereits 160 fahren. Dann stellen wir den Hebel, die AFB, auch auf 160 ein. Und legen auch so langsam hier die V-Soll-Steuerung komplett nach vorne. Nicht bis auf Anschlag, das ist nicht unbedingt notwendig, aber doch schon relativ weit vorne. Und wir haben jetzt hier auch noch so eine richtig gemütliche Morgenstimmung, muss ich sagen. Also es ist jetzt gerade 6 Uhr. Abfahrt für uns in Köln ist gewesen um Punkt 4 Uhr. Und wir haben jetzt bis Münster, bis um 5.57 Uhr trotzdem knapp 10 Halte gehabt. Wir haben in Köln-Messe Deutz gehalten, in Düsseldorf, am Düsseldorfer Flughafen auch noch, dann in Duisburg Hauptbahnhof, in Mülheim an der Ruhr, in Essen, in Bochum und in Dortmund. Das heißt, wir haben schon einige Halte hinter uns, jetzt auch noch Münster. Und wir halten jetzt in Osnabrück noch zusätzlich, dann in Diepholz, da hält tatsächlich der ICE 1028. Das ist auch so der Grund, warum ich gesagt habe, komm, ich baue den 1028. Ich habe im Bett gelegen und bisschen durch den DB-Navigator, beziehungsweise nicht mal durch den DB-Navigator geguckt. V3D-Zug, den ICE 4 angekündigt hat, habe ich überlegt, was kannst du nachbauen, was ist nicht so langweilig. Und bin dann mal alle ICE 4-Züge von 2019, 18 und 17 durchgegangen. Und habe da den ICE 1028 entdeckt. Und dann habe ich mir gesagt, dann baust du den. So, wir dürfen gerade nur 160, weil Bahnübergänge nur mit 160 km/h befahren werden dürfen. Es gab hier mal in Münster eine beziehungsweise auf der Rollbahn sind wir ja unterwegs. Von Münster bis Bremen. Und auf der Rollbahn gab es mal eine Ausnahmegenehmigung für 200 km/h Bahnübergänge. Die ist aber mittlerweile abgelaufen. Servus. So, wir dürfen mittlerweile 200. Dann stellen wir das auch ein. Nee, aber die Rollbahn ist auch eine sehr interessante Strecke, muss ich sagen. Nee, aber ich habe auf jeden Fall rumgelegen, habe geguckt, welche Züge findest du und habe halt gesehen, ICE 1028, interessant, von Köln nach Hamburg-Altona. Guckst du dir mal an und habe gesehen, Diepholz als Zwischenhalt. Und dachte mir, okay, Diepholz, das sind dann von Münster nach Bremen, sind es knapp 20 Minuten Fahrzeug. Das kann man machen, da kann man durchaus was einbauen. Dann von Osnabrück nach Diepholz sind es auch noch nur 22 Minuten. Das ist auch gut, ist besser als bis Bremen durchzufahren über eine Stunde.
Und von Diepholz bis Bremen, das sind leider knapp 40 Minuten Fahrzeit. Aber das ist besser, als einfach eine Stunde lang stumpf im ICE durchzufahren und gar nicht zu halten, was ja im Video... Man fährt ja auf einigen Abschnitten auf der Rollbahn LZB geführt, stellenweise auch noch PZB geführt, also Signal geführt und nicht Anzeige geführt. Aber ich dachte mir, komm, das baust nach. Und hier sind wir, der ICE ist mittlerweile seit knapp einem Monat raus. Das Szenario hat sich so ein bisschen länger in Entwicklung befunden, als es eigentlich sollte. Aber jetzt bin ich auf einem Stand von dem Szenario, wo ich sagen kann, das ist gut geworden. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier fahren, und auch euch vor allem am Ende das Szenario gefallen hat, der ICE4 gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und vielleicht das Ganze auch kommentiert, was euch an dem Szenario gefällt. Ihr könnt das gerne auch mehrfach bearbeiten und noch Sachen hinzufügen. Ich freue mich immer über positive, über konstruktive, vielleicht auch negative Kritik. Solange sie natürlich konstruktiv ist. Und schreibt es mir am besten in die Kommentare, das hilft mir sehr, sehr viel weiter. Ich hab einiges, was ich euch noch zeigen möchte. Und ja. Genau, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Und ja, genießen wir die Fahrt nach Bremen, die knapp 90 Minuten, die wir heute zusammen unterwegs sind. Von 5.57 Uhr halt in Münster bis knapp um 7.23 Uhr. Aber in Bremen sind wir auch, wenn wir pünktlich sind, wieder ein paar Minuten eher. Das heißt, da hat man einiges an Zeit. Das Szenario ist echt vollgepackt mit KI-Material, also sind viele Züge verbaut. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig komplett, weil zum Beispiel in Kirchweihe, ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wie man es ausspricht, aber auf jeden Fall dort steht eine 50.35, eine Dampflok. Die gibt es ja mittlerweile vom guten Niklas Lindner, beziehungsweise von The Forge. Und die konnte ich leider nicht mehr einbauen, weil die den RAM gesprengt hat. Wir haben zwar mittlerweile Train Simulator 64-Bit, aber der hat irgendwie so eine selbstgesetzte RAM-Grenze, interessanterweise. Es ist definitiv mehr möglich als mit 32-Bit, also so ein Hamburg, hier so ein Münster-Bremen. Ob man das in der 32-Bit hätte umsetzen können, ist fraglich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Strecke auch geworden und dafür lohnt sich auch die 64-Bit. Es sind sehr gute Szenarios möglich, ist einiges generell möglich. So, wir haben eine Ankündigung auf 160 km/h bekommen. Aber die ist erst in, das sehen wir ja hier, 6700 Metern. Das heißt, so knapp 3-4 Kilometer können wir noch ohne große Anpassung unserer Geschwindigkeit durchführen. Da ist ein Fehler. Fenster. Das wird aber nicht korrekt angezeigt. Und Servus. Ganz. Es sind ein bisschen KI-Verkehr. Also der komplette KI-Verkehr ist, ich sag mal, der Personenverkehr ist komplett real und der Güterverkehr ist an die Strecke angelehnt. Das Problem beim Szenariobau ist ja immer so, du weißt ja nicht, welcher Güterzug wirklich da unterwegs ist, wie ist der zusammengestellt. Du weißt halt nur, welche Loks sind dort planmäßig und häufig unterwegs, welche Leistungen verkehren darüber. Und das kriegst du auch alles nur durch YouTube-Videos. Da auch mal einen Gruß an die Trainspotter da draußen, die wirklich Videos machen und auch was ich sehr, sehr cool finde, es gibt einige Leute, die dann wirklich sogar die Zugnummern wissen und die dann mit unten reinschreiben. Oder man hat halt Bekannte,
die bei irgendeinem EVU arbeiten und Züge dispositionieren, die auf dieser Strecke verkehren. So, wir können übrigens mal abschalten komplett. Und dann können wir mal ein bisschen einbremsen, weil in knapp 1,5 Kilometern ist diese Stelle. Wir wollen das am Ende nicht durch LZB und AFB-Regelung machen, sondern wir wollen selber abbremsen. So. Denn diese zwei Sicherungsinstrumente sitzen uns im Nacken, sind gerade gleich auf mit uns. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Vorsprung. So, wir haben auf 150 abgebremst, nicht ganz auf 160. Aber danach dürfen wir eh nur noch 130. Das heißt, wir können eigentlich auch gleich ein bisschen weiter abbremsen. So, mittlerweile dürfen wir nur noch 160. So, 130. Und gleich sind es sogar schon nur 110. Und kurz dahinter beginnt schon wieder ein PZB-Bereich. So, wir sind jetzt schon in Lengerich. Das heißt, wir sind jetzt schon auf halber Strecke zwischen Münster und Osnabrück. Hier ansässig ist die TWE. Die ist hinter uns, ist das Firmengelände der TWE. Da konnte ich auch nichts mehr hinstellen, weil das einfach komplett den RAM gesprengt hätte. Ich musste mich in erster Linie wirklich auf den Großteil konzentrieren. Das waren die Knoten Münster, Bremen, Osnabrück ist auch ein bisschen was abgestellt. Diepholz gut. Das ist halt der Nachteil, dass man hier auf der Strecke von der einen Großregion, wo halt echt viel unterwegs ist, sei es in sei es der Flirt 3, den ich ja hier in DB-Variante brauche, und in Eurobahn bzw. Westfalenbahn. So, das LZB-Ende. Da befreien wir uns einmal draus. Und das Cerealienbomber, sag ich jetzt mal, von der SBB Cargo. Schön mit den angepassten Wagen. So, stellen die AFB mal runter auf 110. Schalten ein bisschen Leistung auf. Knapp 60%. Und wir sind schon nicht mehr LZB geführt. So, 160 dürfen wir wieder. Aber erst, wenn wir mit dem gesamten Zug dran vorbei sind. Und der ICE 4 ist ja mit seinen, ich glaube, 385 Meter ist es, ist ja doch schon ordentlich lang. So, 160. Haben wir jetzt definitiv abgefahren, die Zuglänge. So, wir gehen mal hoch, so auf 90% Leistung. Und wir werden uns jetzt gleich auch definitiv den Zug mal in der Vorbeifahrt angucken. Ich will nur gucken, dass ich das nicht unbedingt jetzt auf freier Strecke mache. Also klar, eine Vorbeifahrt muss auf freier Strecke stattfinden, sonst ist es keine Vorbeifahrt. Nur ich muss mal kurz gucken, okay, es kommt in nächster Zeit kein Abschnitt, wo ich eine PZB-Wachsamkeitstaste drücken müsste. Dann stellen wir uns mal hier in die Ausweiche und gucken uns den Zug mal in der Vorbeifahrt an.
So, und man muss echt sagen, der Zug sieht gut aus. Also es gibt ja einen mittlerweile Freeware ICE4. Der ist halt hiermit überhaupt nicht zu vergleichen. Also selbst Freeware ist eigentlich noch zu teuer. Also ich möchte echt Freeware-Ersteller unterstützen, aber die Plattform bzw. der Distributor, der den Freeware ICE rausgehauen hat, ist eigentlich Payware-Hersteller. So, wir müssen auf 120 abbremsen und zwar jetzt ordentlich. So, weil gleich kommt ein Prüfabschnitt, der wird dann auf 135 prüfen. So. Da sind wir 114. SIFA. Das passt. So, 120 dürfen wir drauf haben. Schalten wir einmal ab. Und jetzt können wir wieder aufschalten. Boah, das Wetter sieht echt gut aus. Das will ich mir einfach mal so angucken. Stellen wir uns hier so einen Bahnsteig. Also der ICE4 sieht halt echt gut aus. Da kann man halt nichts zu sagen. So, und wir sind echt kurz vor Osnabrück. Es sind nur noch knapp 8 Kilometer. Dann sind wir schon dort. Also das ist... Die Zeit vergeht wie im Flug im ICE. Auch sind wir ja im noch ein bisschen dunkleren, aber schon morgendlichen losgefahren. Also viel dunkler als jetzt war es da noch nicht, aber... Servus, der Box Express. So. Schön. Nee, in unserer ersten Fahrt mit dem Train Simulator 2019 generell sind wir auch mit einem ICE gefahren. Also den letzten ICE, den wir ja auch gefahren sind, war ja auch ein selbstgebautes Szenario. Damals sind wir ja mit dem ICE 9568 von Frankfurt. Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Osnabrück Hauptbahnhof auf Gleis 3. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns dort von den in Osnabrück aus- oder umsteigenden Fahrgästen. Wiedersehen. Ja, danke. Danke für die Ankündigung. Dann sind wir ja nach Osnabrück gefahren. Und ja. 150 dürfen wir gleich nur noch. Ich glaube, wir sind aber so gut im Zeitplan. Wir fahren zwar jetzt gerade 40 km/h langsamer, aber wir kommen immer noch rechtzeitig an. Das heißt, wir brauchen uns gerade gar nicht hetzen lassen. Nee, aber da sind wir auch mit dem ICE 9568 unterwegs gewesen. Von Frankfurt nach Paris mit dem ICE 3 Velarode. Auf dem Abschnitt von Frankfurt Hauptbahnhof bis nach Karlsruhe. Wer sich das nochmal angucken möchte, der findet das jetzt auch, der findet das auf YouTube. Ich verknüpfe das an der Stelle einfach mal hier oben rechts in der Ecke. Mit dem kleinen i, da könnt ihr draufklicken. Am Computer wird das einfach aufklappen, wird es jetzt stehen, ICE 9568. Mit dem Handy ansonsten einfach draufklicken. Und so, 110 gleich nur noch, darauf können wir mal ein bisschen abbremsen. SIFA.
So, einmal auf die 110 runter. Und jetzt hier direkt hinter der Linkskurve befindet sich Osnabrück. Deswegen bremsen wir mal ein bisschen ein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. VR0. Das heißt, das nächste Signal steht noch auf Halt. Das ist dann aber das Ausfahrsignal von Osnabrück. Beziehungsweise Zwischensignal. Der Bahnhof Osnabrück hat ja mehrere Zwischensignale. So, 60 Bahnsteig anfangen. Da sind wir gut mit dabei. Und dann haben wir in Osnabrück erstmal ein bisschen Zeit, uns den Zug wieder anzugucken. Und Servus. Und wir stehen und wir gehen einmal wieder nach draußen und wir nutzen jetzt die Zeit, um uns den Zug ein bisschen anzugucken. In Osnabrück ist ja Abfahrt um 9.25 Uhr und wenn ich jetzt hier eine Bahnhofsuhr finde, dann kann ich sogar ganz stilecht gucken, in wie vielen Minuten Abfahrt ist. Ich will natürlich ungern jetzt das F3-Menü öffnen. Ach, die 145 hat gut. Da würde eigentlich eine 46.1 dranhängen. Aber ja. Genau, wir fahren den ICE 1028 um 6.25 Uhr weiter nach Hamburg-Altona. So, hier hängt keine Bahnhofsuhr. Da müssen wir mal gucken. Das ist in knapp 2 Minuten, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ja, genau, diese Anzeiger hingen auch in Münster. Die hängen auch in Bremen für uns, für unseren Zug und ein paar weitere Züge. Genau, hier stehen die BYB Linz. Nee, nicht BYB, das ist die Bayernbahn. Hier stehen die Züge der BRB. Eigentlich stehen hier sonst Linz von der Nordwestbahn? Doch, von der Nordwestbahn. Aber leider war das nicht umsetzbar, weil die einfach so viel Arbeitsspeicher verbrauchen, dass ich mir das nicht erlauben konnte. Und was man natürlich auch im Let's Play jetzt mal zeigen kann bei ein bisschen Standzeit, die wir jetzt gerade haben, der ICE 4 von 3D-Zug ist natürlich komplett begehbar. Das ist ja so ein Feature, das sie jetzt seitdem, ich glaube seitdem Rheingold drin haben. Und ich kann sogar durch die unterschiedlichen Wagen durchschalten, zum Beispiel auch hier im Bordrestaurant Platz nehmen. Ich kann halt wirklich durchgehen und sehe hier ICE. Leider hat unser Service-Display nicht geladen. Das sieht man auch außen am Zug. Gucken wir mal. Genau. Hat leider nicht geladen. Aber die Leute werden ja informiert von unserem Zugteam. Von dem her ist dieser Ausfall vertretbar.
Schließvorgang eingeleitet. Okay, wir sind also gleich fertig zur Abfahrt. So, Türen sind zu. Der Lokführer, bitte kommen. Und hier der Lokführer. Und bitte einmal die Türen verriegeln und abfahren. Alles klar, verriegeln und abfahren. So. Und Türen sind zu. Bremse gelöst. Und wir fahren an. Und Servus. Zugbeeinflussung. So, schön. Güterzug rollt durch. Ich habe hier auf der Strecke ein bisschen mehr Güterverkehr eingebaut, als es vermutlich wäre. Weil ich bin mit dem guten Centex die Strecke tatsächlich schon mal abgefahren. Von Münster bis Osnabrück mit der RB66 und dann von Osnabrück nach Bremen mit dem RE9. Also sogar komplett mit dem Nahverkehr. Wir sind komplett nur mit dem Nahverkehr von Wuppertal nach Bremen gefahren. Wir haben das gleiche auch schon mal von Wuppertal nach Stuttgart gemacht. Das war auch genial. Wollten wir eigentlich nach Kassel. Und in Hamm stellen wir dann fest, oh, unser 612 fährt nicht. Und was machen wir denn dann? Und dann habe ich den Centex für ein paar Tage mit nach Stuttgart genommen. War auch eine nette Tour. So. 150 dürfen wir jetzt gleich wieder fahren. Wir sind hier schön vorbeigefahren an der Cargo-Abstellung. Da stehen auch ein paar Loks. Ein Vectron steht hier rum. So, der ICE 1028. Wir fahren ja auf der ICE-Linie bzw. auf der Intercity-Linie 31 von Hamburg nach Köln. Da fahren ja normalerweise nur die Intercities und der ICE 1028 ist ja einer der wenigen ICEs, die hier auf der Strecke überhaupt verkehren. Und ist tatsächlich mit dem ICE 4 einer der wenigen Züge, die tatsächlich über die Rollbahn fahren, wie gesagt. Die meisten Züge bis Münster fahren ja einige ICEs. Dann gibt es ein paar Züge der Linie München-Dortmund, die ja weiterfahren bis Münster. So, ich schalte mal Leistung auf, weil wir dürfen ja 150 fahren. Ja, ich kann direkt einpendeln auf 140. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren durch das Rumfahren mit 110, aber bei den 30 bzw. 40 km/h geht gar nicht mal so viel Zeit verloren. Wir können ja nochmal gucken. Diepholz, das ist in 46 Kilometern. Wir sollen um 47 da sein, das heißt, wir haben jetzt noch 18 Minuten. 18 Minuten für 48 Kilometer, das geht. Und Servus, die Cap Train. Mit einem Kokszug. Geht hier ein bisschen in der Überholung.
ich muss echt sagen, ich habe hier ja auch das Armstrong Powerhouse-Wetter verwendet. Und ich muss sagen, das sieht halt einfach herrlich aus. Jetzt so, man sollte niemals bei den Geschwindigkeiten den Kopf aus dem Fenster stecken. Aber das sieht halt einfach wahnsinnig aus. Machen wir doch mal so einen Screenshot. Also, man muss echt sagen, also der TSW ist natürlich ganz nett, aber die Grafik vom TS19 ist doch auch nicht schlecht. Dafür, dass er so alt ist. Zwangsbremsung, vermutlich. Ja, Prüfabschnitt nicht bestätigt. Da war ich ein bisschen zu beschäftigt mit rum. Nicht beachtet. Da war ich ein bisschen zu beschäftigt mit. Zwangsbremsung. Mit. Räumerei für die Strecke. Zwangsbremsungen sind natürlich mit einer Schnellbremsung und Sanden zu unterstützen. Dann melden wir uns beim FDL. Er würde uns dann mitteilen, ja. Zugbeeinflussung. Hast du halt selber ins Bein geschossen. Aber wir dürfen weiterfahren. Wie gesagt, in Realität ist das jetzt nur möglich, nach Abklärung mit dem Fahrdienstleiter, dass die Zwangsbremsung nicht an einem Hauptsignal oder Sperrsignal stattgefunden hat. Es gibt noch mehrere Stellen, wo sie nicht stattfinden darf, aber war jetzt eine PZB-Zwangsbremsung aus eigenem Versagen. Von dem her. So, es passiert ab und zu mal. Dafür ist sie ja da, uns davor zu schützen, dass wir nicht zu schnell in bestimmte Geschwindigkeitsabschnitte einfahren. Und das war jetzt gerade wirklich einfach. Ich gucke mir den Zug von außen an und natürlich trifft es mich dann wieder. Das ist... bisschen blöd. So, 120. Es wird uns jetzt so knapp eine Minute, anderthalb kosten. Aber das können wir vielleicht durchaus wieder rausfahren, wenn wir jetzt jegliche Geschwindigkeiten gut ausfahren. Und nicht nochmal eine Zwangsbremsung bekommen. Ab und zu passiert sowas halt. Ist keine Schande. Zu mir hat man mal am Anfang der Ausbildung gesagt, ein Lokführer, der sagt, er hat noch nie eine Zwangsbremsung gehabt, der lügt. Klar wäre die jetzt vermeidbar gewesen. Aber sowas passiert halt einfach mal. Unser großes Glück ist, dass jetzt bei der nächsten Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h kein Prüfabschnitt liegt. Weil die Unterschiedsgeschwindigkeit einfach zu gering ist. Normalerweise würde uns ja auch hier dauerhaft im Ebola... würden uns ja auch normalerweise Geschwindigkeitsänderungen angekündigt. Hier wird es jetzt nicht. Weil wir keinen Ebola-Fahrplan derzeit haben. So. Was sagt denn der F3-Monitor? Derzeit sagt er, wir sind 20 Sekunden zu spät in Diepholz. Liegt aber daran, dass wir jetzt einfach die Zwangsbremsung bekommen haben. Gleich dürfen wir wieder 160 fahren. Schon gut aus, das Armstrong Powerhouse Wetter, ne? Also wer jetzt an der Stelle gerade noch zuguckt, kann ja mal irgendwie Hashtag Armstrong Powerhouse oder sowas in den Chat in die Kommentare schreiben oder Hashtag AP.
könnt ihr ja mit in euren, wenn ihr das schreibt. Ihr seid natürlich nicht verpflichtet, Kommentare oder sowas zu schreiben, aber ich freue mich natürlich immer über Kommentare. So, 160. Jetzt warten wir noch, bis wir mit dem gesamten Zug dran vorbei sind. Der Vectron hier wartet darauf, dass er weiterfahren darf. Um die den hier in die linke Überholung genommen haben. Vielleicht wollten sie Weichen putzen. Kann ja alles sein. So, wir sollten jetzt auf 160 hochschalten, weil wir dürfen es mittlerweile fahren. Nochmal eine Ankündigung. Es war dann einfach nur okay, wenn man dann in der Ausweiche oder so stand oder aus dem Gegengleis kommt und drüber geht, dass man nochmal an die 160 erinnert wird. Oder beziehungsweise darauf hingewiesen wird. Und Servus. Eine einzelne Überführung einer Metrans-Lok. Kommt auch mal vor. Meistens versucht man natürlich Leerfahrten zu vermeiden. Aber ganz vermeidbar ist es nie. So, und bisher wären wir ja sogar noch pünktlich, solange wir zur Abfahrtzeit abfahren. Oder vor der Abfahrtzeit ankommen. Und unten steigt aber gerade der Verspätungscounter. Steigt immer höher. 32 Kilometer für noch 11 Minuten für 32 Kilometer. Das sind 3 Kilometer die Stunde. Das wären 60, 120, 180 km/h, die wir ungefähr fahren müssen. Wird nett. auf 10, ja, das sind 3 Kilometer die Stunde. Ist eigentlich gar nicht mal so schaffbar. Also wir werden ein bisschen verspätet ankommen, aber wir sind ja wieder in Bremen pünktlich. Von daher, wir sind bisher in Münster und in Osnabrück sind wir pünktlich gewesen und wir sind in der LZB. Das heißt, vielleicht dürfen wir jetzt gleich sogar wieder 300. Dann haben wir ein bisschen Chance, 300, 200 meine ich natürlich. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, es rauszufahren, die Verspätung. Mit 200 machen wir knapp 3,5 Kilometer in der Minute. Das heißt, wenn wir 200 bis zum Bahnsteig fahren würden, was wir natürlich nicht hinbekommen, dann hätten wir knapp... eine Minute wieder reingefahren. Aber wir sehen, wir dürfen mittlerweile für, oder wir dürfen jetzt, wie formuliere ich das jetzt? In den nächsten 10.000 Metern, eigentlich 9.900, aber in den nächsten 9.900 Metern gibt es keine Geschwindigkeitsänderung. Wir dürfen jetzt erstmal kontinuierlich 200 fahren. Sehr, sehr schön. Das hilft uns vielleicht doch wieder ein bisschen die eine Minute Verspätung reinzufahren. Zumindest sehen wir, dass derzeit keine neue Verspätung dazukommt. Und wenn wir gut bremsen und nicht allzu rumtrödeln, wird das auch was. Gehe ich schon von aus. Wir könnten so um 6.47 Uhr und paar zerquetschte tatsächlich ankommen. Mittlerweile sind es nur noch 24 Kilometer.
Also die Entfernung fliegt wirklich wie im Flug, vergeht wie im Flug. Muss man dazu sagen. Jetzt an der Stelle haben wir auch so ungefähr die Hälfte von Münster bis Bremen geschafft. Knapp 90 Minuten geht die Fahrt. Was waren es von 5.59 Uhr? Sagen wir, nehmen wir die Abfahrtzeit von Münster, 5.59 Uhr bis 8.47 Uhr. Das sind 2 Stunden und 48 Minuten. 2 Stunden? Ach, Entschuldigung. Von 5.59 Uhr, ich habe jetzt gerade bei Hamburg-Altona geguckt, von 5.59 Uhr bis 7.23 Uhr, das ist 1 Stunde und 24 Minuten. 84 Minuten Fahrzeit. Ist ganz nett, muss ich sagen. Wir bauen keine Verspätungen mehr auf, keine Sekunde. Wir bauen derzeit aber auch noch nichts ab. Das wird dann wirklich erst kommen, wenn wir auf den Bahnsteig einbremsen. Wir sollten diesen Halt aber durchaus auch als pünktlich mitnehmen. Und... Servus. Ein leerer Autozug mit TX Logistik gefahren. Das Schöne ist, beim Szenariobau kann man sich richtig austoben. Selbst wenn eigentlich keine leeren Autozüge unterwegs sind oder selten, dann kannst du noch sagen, das ist eine Schadwagenüberführung oder die Wagen werden woanders gebraucht und dahin gefahren. Also beim Szenariobau kann man echt unheimlich, was den KI-Verkehr angeht, kreativ sein. Es gibt so vieles, was man einbauen kann. Ich arbeite derzeit an einem, in meinen Augen, Brüller-Szenario auf Freiburg-Basel. Mit einer meiner Lieblingsloks. Wo ich auch mal so einen typischen TF-Alltag quasi simuliere. Auch mit einigen Gesprächen, die vorkommen. Also darauf freue ich mich auch echt unheimlich. Ipolz, 13 Kilometer und noch 4 Minuten. 12. Wenn wir jetzt sagen 12 Kilometer, ja, was es auch ist, und wir sagen 4, 3,5 Minuten, ja, das wird sportlich. Wird sportlich. Aber durchaus machbar. Und Servus. Wo wir natürlich darauf achten müssen, dass wir in Diepholz dann auch anhalten, noch 8 Kilometer. Das heißt, so ungefähr bei Streckenkilometer 170 ist Diepholz.
8 Kilometer, 2 Minuten. Da, wir haben jetzt eine halbe Minute Verspätung wieder abgebaut. Noch 6 Kilometer. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Diepholz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns dort von den in Diepholz aus- oder umsteigenden Fahrgästen. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Drei Kilometer vorher können wir dann mal die Leistung abschalten. Und da landet ein Flugzeug, beziehungsweise befindet sich im Landeanflug. So, jetzt kommt der Bahnsteig Diepholz. So, 100 km/h, 90. Sie fahr. Natürlich nicht am Anfang des Bahnsteigs zum Stehen kommen, sondern am Ende, so dass der gesamte Zug dran ist. Und dafür müssen wir in Diepholz tatsächlich den gesamten Bahnsteig ausfahren. Und Servus. Schöne 151er hast du. Wir kommen zum Stehen. Türen geöffnet. Und wir geben die Türen frei und wir stehen perfekt an der Haartafel. Klappe guckt ein bisschen hinaus. Aber wir sind angekommen. Sogar noch gut im Zeitraum mit einer Minute Verspätung. Aber hier steigen auch um die Uhrzeit, denke ich mal, gar nicht mal so viele Reisende ein. Wenn, dann sind es, denke ich mal, Berufspendler nach Bremen oder Hamburg. Wir können uns ja mal so eine Tür draußen angucken beim Schließen. Lokführer, bitte kommen. Und hier der Lokführer. Und bitte einmal die Türen verriegeln und abfahren. Alles klar, verriegeln und abfahren. Gut. Verriegeln und abfahren. So, ich mache den gleichen Fehler immer wieder.
So, und wir ziehen los hier in Diepholz. Jetzt haben wir nur noch Bremen vor uns. So, ab auf 100 mit dir. Und Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt gerade mal was gucken. Aus irgendeinem Grund ist der Mauszeiger nicht korrekt dargestellt im Spiel gerade. Also beziehungsweise in der Aufnahme. Hier ist mein Bildschirmende. Interessant. Sifa. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen auch recht herzlich die in Diepholz zugestiegenen Fahrgäste an Bord des ICE 1028 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Nächster Halt wird gegen 7.23 Uhr Bremen sein. Über Ihre Anschlüsse werde ich Sie noch rechtzeitig informieren. So, jetzt habe ich einfach den Mauszeiger ausgeblendet. Doofes OBS. So, schön die Windräder im Hintergrund. Schön bewölkt. Ich mag das AP-Wetter. Das ist echt nochmal eine Aufwertung für den TS. Und die 64-Bit haben auch echt was gebracht. Also die Performance bei dem vollgepackten Szenario. Gut, ich muss auch sagen, mein neuer Computer tut auch sein Übriges. Den ich ja extra für die Qualität der oder die Steigerung der Videoqualität angeschafft habe. Servus. Also irgendwie hat der Zug noch so seine leichten Probleme mit der Klimaanlage. Aber ich wette, wenn ich das in den Wales-Impfwert reinschreibe, dass das auch gefixt wird. Mich gerade aber echt auch so ein bisschen erschreckt, ne? Was ich auch schön finde, ist, ich kann die Lüfter sogar hochstellen. Ich kann sie ausschalten. Cool. Finde ich ein ganz nettes Feature. Auch schön, ich kann hier sogar die Sifa. Wo ging es noch? Die Instrumentenbeleuchtung. Ne, warte, das ging, glaube ich, beim Larodé. Ah, genau, das war beim Velaro. Wie ging es darüber? Naja, so. Ist auf jeden Fall kein Feature, was man unbedingt haben muss. Ich habe dafür lieber realistische Fahrphysik. Und die ist mit dem IC4 definitiv gegeben. Sifa. Gut, noch 9 Kilometer.
Beziehungsweise nicht noch 9 Kilometer. Bis Bremen ist es tatsächlich noch ein bisschen Stück. Bis Bremen sind es noch 55 Kilometer. Aber wir haben ja bei der Fahrt von Osnabrück nach Diepholz schon gesehen, wie schnell das vergeht. Also diese Entfernung. Vor allem jetzt bei 200 km/h. Es sind nur noch knapp 20 Minuten. Sifa. Nee, aber die Rollbahn ist, muss ich auch sagen, eine echt interessante Strecke. Die geht ja, meine ich, runter bis nach Warne-Eickel. Und gab es ja damals schon von German Railroads. War damals eine sehr, sehr schöne Strecke. Jetzt von Virtual Tracks ist es... Es ist so derzeit meine Lieblingsstrecke. Hat man vielleicht auch dran gesehen, dass ich da schon mehrere Let's Plays drauf hatte. Unter anderem mit der L44. Nee, warte, mit der L44 waren wir auf Hamburg-Hannover unterwegs, meine ich. Aber wir sind hier schon mit der Elva gefahren. Eine schöne Regionalbahn. Ich bin sie jetzt öfters im Livestream gefahren. Ich bin echt begeistert von der Strecke, also die sieht echt fantastisch aus. Wir können uns ja noch mal kurz eine schöne Vorbeifahrt angucken. Wenn wir uns hier so ein bisschen hinter die Büsche... Dann nee, gehen wir sogar mal ein bisschen weiter weg. Ich finde das schön. Wir haben sogar gut zurückgespeist soweit. So, und das müsste Twistringen sein. Sifa. Hier steht die RS2. So, 200 km/h am Bahnsteig vorbei. Das ist ordentlich schnell. Ich glaube, höchstens zugelassen sind auch 200 km/h. Ich weiß zumindest, dass bei 250 km/h darf die Durchfahrt nur an einem Zwischengleis erfolgen. Ich glaube, da muss sogar ein bestimmter Sicherheitsabstand eingehalten werden. Weil die Sogkraft halt extremst hoch ist. Die ist auch schon bei langsam fahrenden Zügen extremst. Also die weiße Linie hat echt nicht, ist nicht zum Spaß da. Die hat tatsächlich Hintergedanken.
So, wir waren gerade eben bei 55 Kilometer. Jetzt haben wir es nur noch 38, also wir sind schon wieder 17 Kilometer weitergekommen. Das ist ein ordentlicher Abschnitt, das muss man schon sagen. Wir sind nur noch knapp so 15 Minuten am Fahren. Ist schon ordentlich. Sie fahr. Und da kommt ein ICE4. Servus. Einer der Gegenzüge. Und auch wirklich einer der wenigen ICEs, die hier unterwegs sind. Sie fahr. Also KI-Verkehr ist echt gut dabei. Ich habe es nicht überladen, weil man muss immer noch bedenken, dass hier auf der Strecke, also Personenzüge sind die schon unterwegs, aber Güterzüge fahren halt meistens über die anderen Strecken. Da ist Hamburg, Bremen und so dann tatsächlich ein bisschen weniger ausgelastet und weiter runter nach Münster. Also es verkehren hier auch schon Güterzüge. Aber es haben schon einige Leute diese Strecke als eigentlich tote Hose bezeichnet. So, eine Ankündigung auf 80 in 7200 Metern. Dann sind wir jetzt aber auch schon wieder einiges abgefahren, oder? Oh, sogar auf 0. Leistung abschalten. Da scheint ein Signal zurückgefallen zu sein, oder? Oder? Und Servus. Und das ist das tatsächlich mitgewandert. Tatsächlich schon. Ne, erst durften wir ja 80 fahren. Das heißt, da ist vermutlich irgendwo eine kleine Störung. Oder es kommt einfach durch DTG. Das kann auch einfach sein, hier der Train Simulator hat immer mal so seine Problemchen. Ich gehe eher von einer tatsächlichen Signalstörung aus. Hat gerade umgeschaltet. Könnte tatsächlich ein vor uns fahrender Zug sein. Das können wir jetzt einfach dadurch herausfinden, dass wir die Geschwindigkeit nicht komplett ausfahren, sondern uns so ein bisschen langsam erst wieder rantasten. Weil jetzt zu schnell machen bringt auch nichts, weil wir in 2500 Metern ja eh wieder ein halbzeigendes Signal haben. Aber das hat sich jetzt erledigt. Da ist wohl wirklich ein Zug vor uns hergefahren. Und ein Signal zurückgefallen.
So, und wir beschleunigen wieder auf 200 km/h. Mal ein bisschen höher, damit wir ein bisschen mehr von der Strecke sehen. Auch wenn es prozentual natürlich nur der kleinere Teil ist des Bildschirms oder das, was wir jetzt als Strecke sehen. So sieht man natürlich mehr. Aber wir fliegen ja nicht mit einer Drohne hinter dem Zug her. Außerdem glaube ich nicht, dass wir eine Drohne haben, die 200 km/h schafft. Gut, richtige Drohnen. So. Flugzeugdrohnen. Die schon. Ah, stimmt, vor uns ist die RS-2 hergefahren. Ah, stimmt. Die habe ich ja sogar eingebaut. Ist ja meins in der. Ist die echt so? Aber dann ist das Signal, weil er hat ja erst 80 angezeigt und dann 0. Ah, das könnte. Ja, okay, das könnte sein. Ich nehme das zurück mit DTG-Signalfehler. Oder generell mit Fehler. SIFA. Es war so gewünscht. So, eine Ankündigung auf 140 km/h. Das heißt, wir nähern uns wirklich Bremen Hauptbahnhof. Stück für Stück. Kann ja nochmal gucken. Mittlerweile dürfen es nur noch 19 Kilometer sein. Das heißt, das vergeht jetzt wirklich wie im Flug. Bei 19 Kilometern bei 200 km/h sind es wirklich nur noch 10 Minuten. Aber wir fahren nicht bis 200 direkt am Bahnsteig und ziehen dann durch und sind auf einmal bei 0. Ich muss schon sagen, der ICE wirkt auf die Länge echt mächtig. So, hier ist Kirchweih. Hier stünde normalerweise die 50.35. Die steht hier jetzt leider nicht. Dafür ist hier sogar diese. Ich habe nicht hundertprozentig rausgefunden, was es ist. Aber hier ist so eine Abstellung von Güterwagen. Ich glaube, da werden Wagen aufgewertet und also Güterwagen bisschen sauber gehalten, modernisiert und also was. So, wir lassen uns natürlich nicht durch die AfD bremsen, sondern bremsen selber ab. Und da können wir auch dann schön sehen, wie wir zurückspeisen. Zugbeeinflussung. So, LZB Ende wieder. Da befreien wir uns raus innerhalb von 10 Sekunden, sonst hätten wir eine zweite Zwangsbremsung heute. Eine zweite BZB-Zwangsbremsung. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, okay, wir sollten natürlich noch in der Bremse bleiben. Zugbeeinflussung.
Da vorne ist ja ein HP0. So, und wir kommen hier jetzt gleich schön auf der Bremse zum... der Bremse auf der Brücke zum Stehen. Denke ich mal. So, wir rollen einfach ganz langsam auf das Signal drauf zu. Tatsächlich, wenn man noch rollt, wundern sich die Fahrgäste nicht so viel, wie wenn man komplett zum Stehen kommt. Weil wenn so ein Zug einfach auf freier Strecke stehen bleibt, ist das für Fahrgäste immer so, was ist jetzt los? Man soll am besten immer so weit ans Signal ranfahren, dass man die Signalbezeichnungen lesen kann. Deswegen rollen wir noch ein ganz, ganz kleines Stück vor. Aber das ist das Signal A. Ah. Gut, und jetzt stehen wir hier erstmal ein bisschen. Weil ich denke mal, wir bekommen noch eine Zugkreuzung. Außerdem ist ja Ankunft auch erst planmäßig um 23. Das heißt in 12 oder in 11 Minuten. Wir sind jetzt... wo ist Bremen? Hinter uns, da. Es sind 10 Kilometern, das heißt ein bisschen Standzeit hier vorm Signal. Wird unserer Zeit gar nicht mal so viel wehtun. Es kann sein, dass vor uns noch ein Güterzug unterwegs ist. Das kann jetzt alles durchaus sein. Wir können auch einfach mal gucken. Der TS bietet uns die Möglichkeit, ja. Und tatsächlich sehen wir, ist da ein RE tatsächlich gerade auf dem Gegengleis unterwegs. Den dürfen wir da hinten jetzt gleich um die Kurve kommen sehen. Genau, da sehen wir schon ein Spitzenlicht. Da können wir nochmal raus und rein. So, und da sehen wir einen kommenden Doppelstock. Und er wechselt wieder ins Regelgleis. Und sobald er komplett drüber ist, dürfen wir dann auch wieder weiterfahren. Servus. Ich glaube, das ist tatsächlich gar kein ICE-Fehler. Das kommt, glaube ich, durch den Zugbeeinflussung. Umgebauten TTB 766er Steuerwagen. Es könnte echt der Sound vom Führerstand vom 766er sein. So, wir stellen jetzt natürlich auch noch die AFB auf 140 ein, höchstens. Sowas kann immer mal vorkommen, dass man aufgehalten wird. Wie gesagt, wir haben ja auch wirklich Zeit.
Um 7.23 Uhr sollen wir ja eh erst in Bremen da sein. Und es ist ja wirklich nicht mehr lange bis Bremen. So, der IC4 schaukelt gerade ein bisschen hin und her. Uiuiui. Wird man hier ordentlich durchgeschüttelt. Dem Gleisabschnitt. So, 150 dürfen wir fahren. Schön hier durch Bremen-Hemelingen. Abschalten und einfach rollen lassen. Uiuiui. Immer nur in den Kurven. Sie fahren. Aber der Zug ist trotzdem extremst laufruhig, das muss man schon sagen. So, 23 sollen wir da sein. Ich kann jetzt einfach... Aufschalten brauche ich nicht mehr bis Bremen, höchstens nur noch abbremsen. So, da blinkt sogar schon was, da können wir mal ein bisschen einbremsen gleich. Weil dann wird es eine Geschwindigkeitsherabsetzung sein. Verehrte Fahrgäste. Wenigen Minuten erreichen wir Bremen Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den RE4 nach Hamburg via Rothenburg und Rosted. Abfahrt um 7.33 Uhr vom Gleis. Zugbeeinflussung. City 2436 nach Rothenburg. Abfahrt 7.53 Uhr vom Gleis 3. Wir verabschieden uns dort von den in Bremen aus- oder umsteigenden Fahrgästen und wünschen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Zugbeeinflussung. So, 60 ab dem nächsten Hauptsignal. SIFA. Die Geschwindigkeit haben wir jetzt erreicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, schön. Hier in Bremen an der Abstellung vorbei. Hier rechts stehen zwei REs. Hier steht eine Ersatzteilspender 111, die schon lange nicht mehr bewegt wurden. Links ist die Abstellung von den MWB Regio-S-Bahnen. Und da ist auch schon der Bremer Hauptbahnhof. Wir sind wirklich jetzt von Münster bis Bremen im ICE gefahren. Den sonst noch fahrbaren Abschnitt Harburg bis Hamburg Hauptbahnhof habe ich mir jetzt einfach mal gespart. Es ist wirklich so wenig.
So, 500 Hertz nach Hamburg-Altona würden wir weiterfahren, genau. Zugbeeinflussung. SIFA. Und wir konzentrieren uns auf das HP0 vor uns und kommen damit zum Halten. Türen geöffnet. Und die Türen sind offen und wir haben jetzt in Bremen 4 Minuten Standzeit. Wie hier sogar 7. Und man sieht auch schön, hier sind einige Loks abgestellt. Hier hinten sind 1144er von TX abgestellt. Lomo hat hier eine Lok stehen. Neben uns steht auch noch ein ICE. Auch nach Hamburg-Altona. Der sollte aber schon abgefahren sein, ne? Der hat wohl eine technische Störung. Bei uns auf dem Gleis kommt bald die RS2 von Twistringen an. Aber ich muss sagen, es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Train Simulator 2019. Bis dahin und bye bye!